Du sag mal, verbrauchen zwei Lokomotiven eigentlich doppelt so viel Strom wie eine Lokomotive? Die Antwort wird dich verblüffen. Im Netz gibt es die Behauptung, dass zwei Lokomotiven weniger verbrauchen als eine Lokomotive, weil man schneller anfahren kann und die Arbeit ja auch geteilt wird. Und wenn die Fuhre in Bewegung ist, dass diese dann auch in Bewegung bleibt. Stimmt das denn? Ja, das ist nicht so ganz richtig. Aber lass es mich so erklären. Der Verbrauch bei einer Doppeltraktion ist gleich hoch. Der Vergleich mit einem Tandem ist doch viel zutreffender. Der vordere strampelt, der hintere schraut zu. Das sind die physikalischen Gesetze, die hier gelten. Warum sollte das bei der Modelleisenbahn anders sein? Um das zu überprüfen, nehmen wir deswegen heute die V100. Eine Diesellokomotive mit Stromantrieb. So ist das nun einmal bei der Modelleisenbahn. Man bekommt nicht immer das, was draufsteht auf der Verpackung. Der geübte Modellbahner ist solche Enttäuschungen gewohnt und lässt sich davon nicht irritieren. Nicht wie bei der Bahn, die öffentlich ihren Unmut kundtut, den Fahrgästen gegenüber. Das ist dann eben der Unterschied zwischen Profi- und Amateurenttäuschen. Die offizielle Messung zeigt, der Stromverbrauch ist gleich hoch. Der Tandem-Effekt kann als Beleg gelten. Sehr interessant. Ich habe das nur noch nicht so ganz verstanden mit dem Roller im Gleis. So ein Roller ist auch nicht gemeint. Und so einer auch nicht. Sondern das Rollen der Züge im Gleis. Ohne Strom nichts los, würde ich sagen. Das stimmt. Rollen im Gleis, das ist eine moderne Sage. Man darf nicht alles glauben aus dem Netz. Wie wir sehen, alles nur Quatsch. Da will man doch am liebsten gleich wegfahren. Okay, tschüss.